Hey Leute, heute gibt es mal wieder eine Review von mir, denn ich habe mal wieder eine Riesenladung Produkte aufgebraucht und heute dachte ich mir, ich zeige euch mal nur die Produkte, die mich absolut überzeugt haben. Also die Produkte, die ich gefeiert habe und die mir Freude bereitet haben und die ich auch dementsprechend weiterempfehlen kann. Lasst mich gerne wissen, wenn ich auch das Gegenteil machen soll, also die Produkte zeigen, die mir gar nicht gefallen haben, also ein Flop. Video. So was habe ich noch nie gemacht, aber lasst mich gerne wissen, wenn ich das machen soll. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der Review mit Produkt Nummer 1. Ja, das erste Produkt ist tatsächlich eine Mascara. Ich schaffe es nicht ganz so oft, Mascara aufzubrauchen, weil ich so viele verschiedene habe. Aber die habe ich jetzt kontinuierlich verwendet, bis sie leer war. Und zwar ist es von Honest Beauty. Es gibt nur eine Mascara von Honest Beauty und die hat nämlich zwei Seiten. Falls ihr meine Review zu den Honest Produkten auch noch sehen wollt, die findet ihr auf meinem Kanal übrigens. Da habe ich sehr, sehr viele Honest Beauty Produkte getestet. Das Besondere an der Mascara ist jetzt, dass die zwei Seiten hat. Also hier auf der einen Seite ist ein kleiner Applikator mit einem Lash Primer und hier auf der anderen Seite eben ja, die ganz normale Mascara. Und wie ihr sehen könnt, hat die eher so ein kleines, schmales Gummibürstchen. Und für die, die mich schon ein bisschen besser kennen oder schon länger kennen, wissen, dass ich diese kleinen Gummibürsten total feiere, weil ich persönlich damit einfach am besten zurechtkomme. Ja, ich war damals bei der ersten Anwendung total überrascht von dem Produkt und war auch sehr angetan von dem Ergebnis. Ich habe zwar noch Mascaras, die mir noch ein bisschen besser gefallen, weil der Applikator oder das Bürstchen noch ein bisschen praktischer ist, sage ich mal. Aber so insgesamt fand ich die so toll. Also einfach in Kombination auch mit dem Primer mit dazu, weil ich auch vorab gerne auch mal so Primer verwende. Das hilft einfach nochmal, die Wimpern vorab schon mal zu verdichten, schon mal ein bisschen zu verlängern. Und ich habe das Gefühl, dass durch diesen Primer die Mascara auch ein bisschen besser hält. Also nicht bei allen Primern, sage ich mal, aber es gibt einige, die eben den Vorteil haben, dass das Produkt danach nicht so richtig abstempelt oder einfach fest bleibt. Und ja, es ist so eine Art Vorbehandlung für die Wimpern, finde ich immer sehr, sehr cool. Und ja, die Mascara hat auch meine Wimpern sehr, sehr schön verlängert, hat einen sehr, sehr tollen optischen Effekt gehabt und hat auch recht gut gehalten. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die super schnell abstempelt oder so. Wahrscheinlich auch in Kombination mit dem Primer dann einfach perfekt. Also mich hat die total überzeugt. Also falls ihr die auch mal testen wollt, da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Das zweite Produkt ist ein Concealer von Manhattan und zwar der Wake Up Concealer. Den habe ich jetzt sehr, sehr gerne im Alltag verwendet. Ich schminke momentan hauptsächlich nur meine Augen, also mit Concealer, Wimperntusche und Augenbrauen. Einfach weil ich sehr, sehr ungern Make-up aktuell trage durch diesen Mund-Nasen-Schutz. Ich finde es sehr unangenehm, unter der Maske dann Make-up zu tragen. Und deswegen habe ich jetzt sehr, sehr viel Concealer auch benutzt und aufgebraucht. Der hat mir sehr gut gefallen für den Alltag. Für ein Full-Face wäre mir das jetzt ein bisschen zu wenig von der Deckkraft her, weil er eben von der Deckkraft her so eher mittelmäßig ist. Also nicht super leicht, aber ist auch nicht super krass deckend. Also jemand, der vielleicht schon sehr deutlich Augenschatten hat, für den wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich habe jetzt nicht ganz so ein großes Problem, sage ich mal. Hat einfach so ja, ganz leichte Schatten dann schon abgedeckt. An manchen Tagen war mir das dann teilweise auch zu wenig, aber ich fand ihn für den Alltag super, super schön, weil er auch nicht so trocken war und hat meine Augenpartie immer schön frisch wirken lassen, nicht so trocken. Dadurch, dass ich jetzt auch wirklich ja, langsam anfange, so kleine Fältchen zu bekommen, hat er die Fältchen nicht so krass betont. Also ich bin mit dem Concealer sehr, sehr gut zurechtgekommen und wird mir den sehr, sehr gerne wieder kaufen. Für den Alltag. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mal wieder zwei Beauty Mates Produkte aufgebraucht. Ich benutze Beauty Mates schon seit 1,5 Jahren. Also wirklich durchgängig. Deswegen glaube ich, gibt es gar keinen aufgebraucht mehr, ohne dass irgendein Beauty Mates Produkt mit drin ist. Ich benutze die einfach durchgängig. Also das gehört einfach zu meiner Pflege dazu und ich feiere die Booster einfach so sehr. Und deswegen ja, sind jetzt zwei wieder leer. Einmal der Pore Minimizer Booster und einmal der Anti-Pickel Booster. Für die, die die Produkte schon kennen, wundern sich vielleicht jetzt ein bisschen. Die Aufmachung ist ein bisschen neu. Es ist tatsächlich eine größere Flasche mittlerweile für den gleichen Preis, was ich auch so cool finde. Und es ist eine neue Pipette, die Flasche sieht ein bisschen anders aus und jetzt ist es auch keine durchsichtige Glasflasche mehr. Ist das Produkt auch vor Sonneneinstrahlung besser geschützt, sage ich mal. Und die Pipette ist ein bisschen besser als vorher. Man kann es besser dosieren, dadurch, dass man hier jetzt so eine Art ja, Gummi-Applikator hat, sage ich mal.
Und vom Gefühl her, von der Textur von dem Produkt hat sich auch ein bisschen was geändert. Es ist meiner Meinung nach so ein bisschen cremiger geworden. Aber an dem Wirkstoff hat sich nichts verändert. Also es hat sich nur optisch so ein bisschen was getan, aber von der Wirkungsweise hat sich da nichts getan. Den Pore Minimizer Booster, der sorgt eben dafür, dass man ja so Pigmentflecken sehr gut in den Griff bekommt. Dadurch, dass ich auch ja sehr, sehr häufig auch mal Pickel habe und da so ja, Pickelmale bleiben, habe ich das Gefühl, dass dieser Pore Minimizer Booster ja, diese Flecken schneller auffällt, sodass mein Hautbild dann eben mäßiger wirkt. Weswegen ich das relativ oft auch benutze, weil ich immer wieder rote Flecken habe und dadurch verblassen die schneller und ich finde, dass meine Haut dadurch viel, viel schöner und ebenmäßiger oder schneller ebenmäßiger wird, sage ich mal, wenn ich mal wieder so einen kleinen Pickelausbruch hatte. Ja, deswegen benutze ich das eigentlich auch durchgängig. Das Ganze verwende ich tatsächlich pur auf dem ganzen Gesicht. Jetzt nicht jeden Tag, einfach nach Bedarf, aber ich benutze es immer pur. Man kann es natürlich auch in die Pflege mischen zum Beispiel. Das mache ich jetzt bei dem Anti-Pickel-Booster, den habe ich jetzt eben auch aufgebraucht. Den mische ich tatsächlich immer in meine Tagespflege. Das benutze ich auch nahezu jeden Tag, also immer so ein, zwei Tropfen mit in die Tagespflege mit dazu und dann verteile ich das im Gesicht und deswegen verbrauche ich auch sehr, sehr viel von dem Produkt, weil ich das auch ja, nahezu täglich benutze. Das Ganze hat Vitamin B3 und Zink drin, wirkt auch entzündungshemmend und das habe ich euch schon mal in meinen Favoriten für unreine Haut vorgestellt. Das feiere ich schon so lange, einfach weil es mir hilft, einfach so meine Entzündungen besser in den Griff zu bekommen, beziehungsweise auch so ein bisschen vorbeugend zu arbeiten, dass einfach die Entzündungen nicht so krass werden oder nicht so viele Entzündungen entstehen. Also ich habe ganz, ganz tolle Erfahrungen damit gemacht, weswegen ich ja, das mir unbedingt auch wieder nachkaufen muss. Ja, ich komme auf jeden Fall sehr, sehr gut damit zurecht. Ist auch für eine sensible Haut gut geeignet. Keine Parabene, Silikone, Mineralöle etc. Also sehr, sehr tolle Wirkstoffe, sag ich mal. Also ich komme sehr gut damit zurecht und kann sie dementsprechend auch weiterempfehlen. Übrigens ist mein Rabattcode auch immer noch aktiv. Ich werde ihn euch hier nochmal einblenden und auch nochmal in die Infobox schreiben. Ich verdiene nichts an dem Code. Es ist einfach nur ein Vorteil für meine Follower. Ich werde euch natürlich den Link, den Rabattcode unten in die Infobox packen. Dann findet ihr die Produkte alle auch sehr schnell. Und auf der Seite gibt es übrigens auch so einen Set-Konfigurator. Da könnt ihr euch euer eigenes Set zusammenstellen, je nachdem, was ihr für ein Hautbedürfnis habt. Und da gibt es auch so einen Produktberater, wo ihr einfach schauen könnt, welches Produkt zu euch passt. Also den habe ich auch schon verwendet und finde ihn eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, kann ich euch empfehlen. Ich werde euch die Website auch noch verlinken. Und dann findet ihr die Produkte. Also kann ich euch vom Herzen weiterempfehlen. Als nächstes habe ich hier noch einen Liquid Lipstick aufgebraucht. Lange habe ich gebraucht und zwar von BH Cosmetics, den BH Liquid Lipstick. Das ist die Farbe Endora. Das ist ein matter Liquid Lipstick. Und ich habe deswegen so lange gebraucht, den aufzubrauchen, weil der so gut auf den Lippen hält, dass man eigentlich das Ganze nur einmal auftragen muss und dann hat man eigentlich den ganzen Tag eine Freude dran, sage ich mal. Deswegen, also dadurch, dass man nicht immer wieder nacharbeiten muss, hat man wirklich ewig was von diesem Produkt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den jetzt tatsächlich gehabt habe. Ich habe dieses Produkt gefeiert und ich feiere dieses Produkt natürlich immer noch. Die sind gerade eben im Moment sogar runtergesetzt, also es lohnt sich, auf die BH-Seite mal zu gucken. Wenn ich nicht so viele Lippenstifte hätte, dann würde ich mir den definitiv nochmal nachkaufen. Aber ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Aufbrauchen, sag ich mal. Aber das kann ich euch empfehlen. Also das Zeug ist wirklich absolut kussfest, wischfest. Da könnte ich sicher sein, dass das Ganze hält den ganzen Tag. Es ist von der Textur natürlich auch recht trocken. Also für jemanden, der vielleicht von Haus aus ein Problem damit hat oder sehr, sehr spröde, trockene Lippen hat, für den ist das vielleicht ein bisschen problematisch. Also ich würde dann empfehlen, vorher wirklich ein gutes Peeling zu machen, einfach weil der recht trocken wird. Also fühlt sich wirklich sehr trocken an auf den Lippen. Mich persönlich stört es nicht. Ich habe kein Problem damit und ich finde, dass es bei mir auch ganz gut aussieht. Also dadurch, dass meine Lippen jetzt nicht so super kaputt sind, sage ich mal, oder super spröde sind, sieht es bei mir eigentlich immer recht normal aus, sag ich mal. Also ich weiß, dass viele da ein Problem damit haben, aber ich bin so gut damit klargekommen, deswegen kann ich euch das weiterempfehlen. Da könnt ihr eurem Freund, eurem Mann einen Kuss geben, ohne dass da was abstempelt. Ihr könnt was trinken, ohne dass ihr einen Rand am Glas habt. Natürlich, wenn ihr was Fettiges esst, ist logisch, es muss sich auch irgendwie lösen können. Also
Da werdet ihr das Ganze dann schon ein bisschen abtragen, sage ich mal. Aber trotz alledem hält es so gut und über so eine lange Zeit. Also ich habe den sehr, sehr gerne auch in der Arbeit benutzt. Ja, dann habe ich als nächstes mal wieder das Pixi Glow Tonic aufgebraucht. Das zeige ich euch auch so, so oft. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe das schon so oft gezeigt. Ich liebe das Glow Tonic. Ich möchte aber für mich persönlich jetzt demnächst mal auch mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Einfach auch mal, um einen Vergleich zu haben. Ich interessiere mich nämlich sehr für die The Ordinary Produkte. Und da möchte ich auch demnächst mal was ausprobieren. Vielleicht gibt es da auch so ein AHA Tonic. Da werde ich da mal nachschauen. Falls ihr eine Empfehlung habt von The Ordinary, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ja, ein exfoliierender Toner benutze ich sehr, sehr gerne abends, zum Beispiel, wenn ich ein Full-Face-Make-up hatte, einfach nochmal, um das Ganze zu säubern, zu peelen. Und ich finde, es hat eine super, super schöne Wirkung. Glowy Skin danach, super schön gereinigt. Ich feiere dieses Produkt wirklich seit Ewigkeiten. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, es ist halt schon parfümiert und so weiter. Aber ich komme trotz alledem, obwohl ich eine sensible Haut habe, hammergut damit zurecht. Dann habe ich als nächstes ein Fixing Spray von Essence aufgebraucht, und zwar das You Better Work Fixing Spray. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist so günstig und es ist so gut. Es ist ein bisschen wenig drin, meiner Meinung nach. Also es sind nur 50 Milliliter, aber ich habe ganz, ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Ich habe eine lange Zeit immer das Fixing Spray von Maybelline benutzt, was für mich am besten funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ich benutze das mal von Essence und teste das. Und es ist absolut vergleichbar, meiner Meinung nach, zu dem von Maybelline. Das ist gym-proof, also sweat-resistant. Also man kann sich wirklich darauf verlassen, dass das Make-up nochmal zusätzlich fixiert. Und ja, dadurch das Make-up einfach länger und besser hält. Es verhindert jetzt nicht, dass ich anfange zu glänzen, sage ich mal. Hier steht zwar Anti-Shine drauf, aber trotzdem fängt die Haut an zu glänzen, das kann man gar nicht verhindern. Aber man kann eben durch dieses Spray verhindern, dass das Ganze einfach super schnell zerläuft. Super tolle Erfahrungen damit gemacht, sehr günstig, und kann euch das deswegen auch weiterempfehlen. Also wenn ihr was in der Drogerie sucht, solltet ihr das mal ausprobieren. Wirklich super toll, gerade auch für heiße Tage, wenn man will, dass es den ganzen Tag hält, bei einer Hochzeit zum Beispiel. Sehr, sehr geil. Kann ich euch weiterempfehlen. Dann habe ich von Alverde diese Reinigungsmilch aufgebraucht, das ist jetzt schon länger her. Und zwar ist das Ganze für trockene Haut. Das habe ich sehr, sehr gerne auch eine Zeit lang so zum Abschminken verwendet. Es bringt zwar jetzt, sage ich mal, ein Full-Face-Make-up nicht ab, aber für so ein leichtes Tages-Make-up war das für mich absolut ausreichend. Und ich fand es sehr angenehm. Ich finde, es hat meine Haut so ein bisschen auch mit Feuchtigkeit versorgt. Es hat sich danach nicht so quietschtrocken angefühlt. Die Haut danach war auch schön, also nicht irritiert oder sowas. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Hier sind noch keine Farb- und Konservierungsstoffe drin. Allerdings sind natürliche Duftstoffe drin. Muss man dann schauen, ob man das Ganze dann haben möchte oder nicht. Ja, mir hat es gut gefallen auf jeden Fall. Dann habe ich hier diesen Sonnenschutz von Dermalogica aufgebraucht, und zwar das Protection 50 Sport Produkt hier. Das Ganze muss man vorher auftragen, vor dem Sonnenbad, sonst ist es zu spät. Ist mir einmal passiert, da habe ich es erst direkt in der Sonne dann aufgetragen, habe dann gemerkt, hoppala, nee, das muss man wirklich vorher auftragen. Das sollte man, glaube ich, aber auch bei jedem Sonnenschutz machen. Ich hatte vorher noch nie das Problem, muss ich sagen. Also das ist der einzige Punkt, den ich betonen möchte, auf jeden Fall vor dem Sonnenbad auftragen. Das hat mir sehr gut gefallen, denn das Ganze soll auch wasserfest sein, also für 40 Minuten steht drauf, und das kann ich auch bestätigen. Also ich bin in der Therme gewesen, habe das aufgetragen und dann bin ich ins Wasser gegangen und irgendwie hatte ich trotzdem noch dieses Produkt drauf, und ich bin sehr gut klargekommen, habe keinen Sonnenbrand bekommen, und es war auch sehr, sehr schön zum Verteilen, auch die Textur war sehr schön, es hat keinen so krassen, ekligen, weißen Schleier hinterlassen, so wie viele Produkte, oder manche lassen sich einfach zu schwer verteilen. Das hat mir von der Textur gut gefallen, von der Wirkung gut gefallen, und ich hatte das Gefühl, dass es, ja, meine Haut geschützt hat auf jeden Fall. Also gerade ich bin auch sehr, sehr hell, ich muss immer sehr aufpassen mit Sonne und so weiter und so fort. Und ja, ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich mir unbedingt nachkaufen muss. Dann habe ich eine neue Variante von dem Batiste Trockenshampoo ausprobiert. Ihr wisst, ich liebe Batiste Trockenshampoos. Ich habe dieses Mal die Variante Heavenly Volume ausprobiert. Das war richtig toll. Also wenn man noch krasseres Volumen möchte, also ich finde, dass diese Batiste Trockenshampoos von Hause schon dazu führen, dass man
irgendwie griffigeres Haar hat, irgendwie volleres Haar hat, gerade für diejenigen, die vielleicht auch so feines Haar haben wie ich, bei denen fällt es vielleicht noch ein bisschen krasser auf, sage ich mal. Aber das hier hat nochmal ein geileres Ergebnis gegeben. Hammermäßig, also das hat mir so gut gefallen. Ich präferiere allerdings die gefärbte Variante jetzt in der Version Blond, einfach weil dadurch, dass es gefärbt ist, finde ich, sieht man es dann nicht so extrem, wie wenn es weiß ist, sage ich mal. Dann kann es doch mal, wenn man zu viel aufträgt, sein, dass man es so ein bisschen sieht. Aber wenn man das gut durchbürstet, dann verschwindet es eigentlich auch größtenteils. Aber ja, für die Tage, wo ich besonders schönes Volumen haben möchte, werde ich mir das auf jeden Fall wieder kaufen. Also es ist einer meiner allerliebsten Batiste-Varianten tatsächlich bisher. Die und die gefärbte. Ich liebe es, liebe es. Und zum Schluss noch ein Duschprodukt, und zwar von Kneipp. Das ist einer meiner liebsten Duschschäume, und zwar die Winterpflege. Jetzt passend für den Sommer, habe ich im Winter benutzt. Ich liebe diese Kneipp-Duschschäume generell. Ach, ich finde diese Textur so toll, es ist so fest und so schaumig und es zerläuft nicht gleich oder es zerfällt auch nicht schon gleich in der Hand. Es hat so eine richtig schöne, feste Textur. Ich liebe das einfach, diesen Duschschaum generell finde ich einfach so cool. Und dieser Duft ist einfach der Hammer. Das ist einer meiner allerliebsten Düfte, die es so bei Duschprodukten gibt. Das ist so vanillig, also Vanille Macadamia, glaube ich, ist es. Hammer. Dieser Duft ist so der Hammer, weil es nicht zu krass intensiv ist und nicht so richtig parfümpenetrant, sondern sehr, sehr angenehm. Das habe ich echt gefeiert. Sehr schön pflegend auch, finde ich. Danach ist meine Haut nicht super krass ausgetrocknet oder was. Hammer. Also das muss ich mir auf jeden Fall im Winter dann wieder kaufen. Also jetzt für den Sommer würde ich jetzt diesen Duft nicht unbedingt vorziehen, sage ich mal. Aber für den Winter, das erinnert mich einfach so an Winter, Weihnachten. Hammer. I love it. Eines meiner liebsten Duschschäume. Und somit wären wir auch schon am Ende angelangt. Das sind meine aktuellen top aufgebrauchten Produkte aus den letzten Wochen und Monaten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches Produkt euch am meisten interessiert oder welches euch am meisten gefallen hat. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald. Ciao, ciao.